Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. So, was schreibst du? Ist bestimmt nicht Darok, weil das in der Zeit... was fehlt ist... erste Zeit... Weil Rauru der König ist und Sonja die Königin. Und Rauru hat gesagt, dass er derjenige war, der Hyrule erschaffen hat. Ja, wie gesagt, es wird vor allem noch tiefer in der Vergangenheit liegen alles, wahrscheinlich. Was fragst du dich denn, Yunobo? Wie läuft's bei der Suche mit Prinzessin auf Prinzessin Zelda? Ich denke ganz anstrengend nach, ob ich mich nicht doch an irgendwas erinnere. Aber alle Erinnerungen aus der Zeit, in der ich dieses komische Maske getragen habe, sind ganz verschwommen. Also habe ich es aufgegeben, zu versuchen, mich an Sachen zu erinnern. Stattdessen sehe ich mich hier mal um, ob nicht vielleicht irgendwo etwas Merkwürdiges passiert. Was rausgefunden? Ja, aber vielleicht hat es nichts mit Prinzessin Zelda zu tun. Ich habe gehört, dass Bardas vom Restaurant zum Steakstein die Felsenfilets ausgehen. Ich werde mich erstmal weiter umhören, ob noch irgendwo Hilfe gebraucht wird. Und du kannst dich ganz auf deine Reise konzentrieren, oder? Ja, mir ist was aufgefallen. Ich habe gehört, dass ein Goronkind nach einem Ort namens Goropolis sucht. Das sollte in alter Zeit die Goronen gelebt haben. Kinder wissen noch nicht, wie man mit Loren umgeht. Also mache ich mir Sorgen, dass es sich verletzen könnte. Ich werde mich erstmal weiter umhören, ob noch irgendwo Hilfe gebraucht wird. Und du kannst auch noch, ja. Und was noch? Ja, okay. Danke, Yunobo, für deine... Wenn du mal etwas brauchst, frag mich einfach, Bruder. Für dich habe ich immer Zeit, egal wie viel zu tun ist. Ach, der Yunobo ist schon ein Süßer. Als Reisender... muss man immer in Bewegung bleiben. Ob Tag oder Nacht, spielt da keine Rolle. Zum Glück ist es jetzt wieder sicherer hier, sodass man höchstens noch vor Blasen an den Füßen Angst haben muss. Bin jetzt zwar endlich bis nach Goronia gekommen, aber die feuerfeste Kleidung war unerschwinglich teuer. Meine Freundin wartet beim Stall des Waldes und freut sich schon darauf. Ich kann jetzt schon ihre Standpauke hören, wenn ich mit leeren Händen tanze. Die Kleidung, die du da trägst, das ist doch genau die ich kaufen wollte. Sie sieht etwas grob gestickt aus. Etwas, naja, aus der Zeit gefallen. Aber genau das ist toll daran. Ach, ich wünschte, ich hätte auch so eine. Ich hoffe, dem muss ich keine Rüstung spendieren, weil, die Spendierhosen, die habe ich jetzt gerade nicht an. Ich meine, dadurch, dass jetzt alle hier normal sind, könnte man ja vielleicht mit denen reden. Oh, er hat sogar auch noch eine Mission. Die Schlemmsteine sind ganz plötzlich verschwunden. Manchmal geschehen merkwürdige Dinge. Tja, Goronia ist nun wieder so lebhaft wie zuvor. Und wir haben das Gasthaus an diesen jungen Goron übergeben. Endlich können wir uns jetzt einen kleinen erholsamen Urlaub gönnen, oder? Warum sehen wir uns nicht den Mond an? Weißt du noch, wo wir geboren wurden, leuchtete auf dem Boden der Vollmond. Der Anblick war atemberaubend. Okay, warum ist das hervorgehoben? Ist das vielleicht ein Rätsel? Leuchtete auf dem Boden der Vollmond. Eine hervorragende Tier. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, wie beeindruckt ich davon war.
Aber seit die Lava abgekühlt und gehärtet ist, hat sich die Gegend komplett verändert. Ich weiß nicht mehr, wie wir diesen Ort wiederfinden wollen, also folge ich dir, Volkon. Wie? Aber ich dachte, wenn einer von uns noch weiß, wo das war, musst du es sein, Bruder. Oh, hast du etwa zugehört? Vigoronen werden als Fels geboren. Volkon und ich wurden am selben Ort geboren. Deshalb könnte man sagen, wir sind Felsbrüder. Der Ort unserer Geburt befindet sich in einer Höhle. Doch inmitten der Dunkelheit leuchtete der Boden, der Vollmond. Ein wahrhaft mysteriöses Anblick. Und es war nicht etwa Nacht, sondern mitten am Tag. Das kam mir merkwürdig vor, obwohl ich ein kleiner Fels war, kleiner Kiesel war. Darüber hinaus weiß ich nur noch, dass es irgendwo am Kusatzsee in der Schlucht von Elden gewesen ist und nicht mehr. Ach, in meiner Erinnerung ist alles ganz verschwommen. Volkon, kannst du dich noch an etwas erinnern? Nein, wie sehr ich auch meinen Kopf zerbreche, mir auch den Kopf zerbreche. Doch, vielleicht kann ich meine Erinnerung auf die Sprünge helfen. Wenn ich ein Bild davon sehe, wie der Vollmond auf dem Boden leuchtet, könnte ihm mir wieder etwas einfallen. Vielleicht sollte ich auf der Landkarte starren, bis mir etwas einfällt. Okay, haben wir vielleicht... Na, wobei, war ja in der Nähe. Hast du die Erinnerung, die Geburt des Dämonenkönigs? Gute Frage. Kann mal gucken. Habe ich. Da. Huch. Okay. Warum haben wir eigentlich das... Ach ja, stimmt, wir hatten das Miasma Oberteil an, weil wir im Untergrund waren. Hihi, da war ja was. Okay, wir haben hier ein paar Missionen auf einmal. Auch wenn man... Erst haben wir einen Goron-Junge, der... scheinbar... Goropolis sucht. Was noch zu sagen? Bludo. Wenn du mein Rücken nicht wäre, dann wäre ich an vorderster Front dabei. Das kannst du mir glauben. Aber es ist schon drollig. Noch vor kurzem kam Junobo ständig bei mir angekullert und brauchte bei irgendwas Hilfe. Und jetzt ist er ein Weiser. Er hat schon seine Fehler. Aber eigentlich ist er ein aufrichtiger Kerl. Und er alles immer so gut, wie er kann. Solltest du dich je in einer verzwickten Lage befinden, kannst du dich auf ihn verlassen. Okay. Gut gemacht, Bludo. Haben wir vielleicht, warte mal, haben wir vielleicht auf der Karte? Gandalf sieht da aus wie ein Obdachloser. Bei der hier? Ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, fand die Szene eigentlich ganz cool, weil als wir diese ikonische Gandalf-Lache bekommst, ja, die ich eigentlich immer ganz cool finde. Dieses böse Lachen. Oh Gott, wir haben hier so viele Sidequests, ne? Das hat auch gar kein Ende mehr. Haben wir hier irgendwo? Nee, ne? Wundersame Wirbel, Suche nach Heiligtum. Hm.
Oh Gott, wo waren die? Ich kann mich irgendwo erinnern, dass wir hier... War das hier vielleicht? Es kann sogar sein, dass wir hier hin mussten. Aber ich meine, mich daran zu erinnern. Ach so, vielleicht ist auch der hier. Das ist übel. So werde ich nie nach Goropolis schaffen. Du schon wieder? Was meinst du mit Goropolis? Ich suche nach diesen... Ich suche dieses Goropolis nicht. Eine legendäre Stadt, in der die Goronen vor Urzeit gelebt haben? Nie gehört. Nein, nein. So etwas suche ich ganz bestimmt nicht. Niemals. Eine Stadt voller Schätze? Noch etwas, noch dazu sehr hitzame Fahrzeuge? Pah, vollkommen uninteressant. Alles nur Gerüchte. Und dass ich Lorenschienen entdeckt habe, die direkt nach Goropolis führen könnten? Pff, Zufall. Nichts als Zufall. Darum mache ich mir auch gar nichts aus draus. Dass auf die das auf den Schienen... was Übles passiert ist, das mich an der Suche hindert. Nein. Schleich dich doch nicht so an. Ich dachte schon, du hättest rausgefunden, dass ich im Schilde führe. Tja, ich sehe mir nun mal an, was mit diesen Lorenschienen dort los ist. Geh mir nicht hinterher. Das würde ich niemals. Wait, ist das einfach despawned? Oder? Ich glaube, er hat mich gebaitet. Ich glaube, es ist eine ganz andere Route jetzt laufen, oder? Oh ne, hier ist er. Hier. Da sind sie ja, die geheimnisvollen Schienen. Tja, aber wo ist die Lore? Da ist sie ja. Am anderen Ende dieser Schienen muss Goropolis liegen. Aber es liegen zu viele große Felsen auf den Schienen. Da komme ich nicht durch. Die Lore bewegt sich auch nicht. Was soll ich nur tun? Kann ich dir vielleicht helfen? Mit meinen magischen Kräften. Guck mal, so einfach geht das. So, aufsteigen bitte. Ja, die sind jetzt weg. Aber mit so vielen großen Felsen auf den Schienen... Hä? Nanu? Was ist das? Die Felsen? Wo sind die Felsen plötzlich hin? Die Schienen sind ja frei, hurra! Mit dieser Lore sollte man jetzt drüber kommen. Aber wie soll ich es schaffen, die Lore zu bewegen, in Bewegung zu setzen? Die Lore ist bereit. Nanu? Das ist ja ein Ding. Und woher weißt du überhaupt, dass ich weiterfahren will? Sowas ist doch schon mal passiert, als du dabei warst. Hast du Superkräfte? Egal, Hauptsache, mein Problem ist gelöst. Also dann Abfahrt. Okay. Oh, warte mal. Das ist ein bisschen peinlich. Ich habe ja gar keine Ventilatoren mehr. Kann ich mir anderweitig helfen? Ich meine, ich könnte eine Rakete anbinden. Wobei, eine Rakete habe ich auch nicht, ne? Doch, hier zwei. Ja, aber das bringt mir ja nichts. Oh Gott, jetzt brauche ich Ventilatoren. Ernsthaft, Spiel? Warte mal, ich mache da mal ein Herz hin. Einfach nur, damit ich Bescheid weiß. Sind hier Ventilatoren? Nein. Nein. Hier?
Ja. Ach Mann, ey. Hab ich ernsthaft beide benutzt? Krass. Ich dachte eigentlich, ich hatte vorhin noch ein paar. Aber irgendwie. Scheinbar nicht. Schon, was ich jetzt mal auch kurz machen kann, ist auf der Karte schauen, ob jetzt vielleicht. Weiß. Achso. Mal schauen, wo ich nichts machen darf. Ja, Tag auch. Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Junobos Geist zur Hilfe rufen. Sehr gut. Obwohl ich nicht glaube, dass ich den so oft rufen werde. Es sei denn. Keine Ahnung. Der Weg wird mir von Riesenfelsen blockiert. So, Karte. Untergrund. Nö. Scheinbar haben wir immer nicht alle. Das ist seltsam, ich verstehe es nicht. Also, entweder mir wird es nicht angezeigt, was absolut Schwachsinn wäre. Und eigentlich dumm. Weil in den Schreinen wird es auch gemacht. Warum nicht in den Tempeln dann? Oder mir fehlt halt wirklich irgendwo noch eine Tour. Aber ich wüsste dann auch nicht welche. So, warte mal. Mach mal hier. Nicht verwenden. Sehr gut. So, mach mal hier komplett volles Ding. Kompletter Overflow. So, ich hoffe, da waren jetzt ein paar Ventilatoren drin. 8 Stück. Reicht. Der nächstbeste Dings ist da hinten. Muss das sein, Spiel? Unmöglich. Na gut. Aber jetzt können wir ja die Lore betätigen oder beziehen. Wahrscheinlich sind jetzt wieder die Felsen da. Ah. Ich wundere, warum ich nicht Tulot rufen kann. Aber gut, ich bin ja gerade in der Stadt. So, hier eigentlich nochmal. Hatten wir das Ding jetzt eigentlich mal durchgelesen hier? Kavitas Tagebuch lesen. Wer ist denn Kavitas? Wir drei Brüder können jetzt bei Junobow arbeiten. Da scheint es richtig gut zu laufen. Die Junobow ist eine große Firma, die den gesamten Bergbau in Elden kontrolliert. Nicht nur, dass unser Chef Junoboss ein Grone ist. Sein Ziel ist, nicht nur Goronia, sondern auch alle Reisenden zum Lächeln zu bringen, die nach Goronia kommen. Dafür hat er uns drei Brüder eine ganz wichtige Aufgabe anvertraut. Ich werde mein Bestes tun, um Junoboss nicht zu enttäuschen. Anscheinend gibt es Junoboss heute eine Runde seiner neuen Produkte aus Schlemmsteine. Seit er diese seltsame Maske trägt, ist er irgendwie etwas ruppiger geworden. Die Leute scheinen sich auch etwas verändert zu haben. Aber Junoboss ist trotzdem nett. Er lädt uns ja alle zum Essen ein. Das Lorenland wurde eröffnet. Junoboss hat uns drei Brüdern eine wichtige Aufgabe gegeben. Bringt alle zum Lächeln. Das Lorenland nutzt die aufgegebene Südmine, in der Nähe auch der Minenmateriale ist. Also werden auch die Reisenden lächeln, die zum Einkaufen herkommen. Okay. War wieder eine interessante Hilfe. Weil wir jetzt dadurch halt auch. Wissen, dass hier in der Nähe von der Südmine irgendwas ist. Markiere ich mir mal. Können wir danach auch nochmal gehen, wenn wir hier erstmal den kleinen Bengel zu seinem Ort
der Bestimmung führen. Ah ne, Felsen sind noch, weg. Ah ne. So, aufsteigen. Rein da, Junge. Zeig dir mal, wie das geht. Okay, der will mitfahren. Oh, weiter. Juhu. Hurra, ich hab's geschafft. Hast du das immer? Das sieht ja nicht so aus wie Goropolis. Alle sagen, dass es hier richtig toll ist. Goropolis muss also ganz in der Nähe sein. Du bist ja noch hier. Uiuiui, das war knapp. Fast hätte ich verraten, dass ich Goropolis suche. Ach so, bestimmt willst du eine Belohnung. Tut mir leid, war wohl etwas abgelenkt. Also dann, nach Goropolis geht's, ich kann schon spüren, dass es da toller ist. Dieses Mal habe ich Goropolis garantiert gefunden. Ein Paradies nur für mich. Haufenweise Schätze und nur ich weiß davon. Kann es eigentlich sein, dass der eigentlich das Lorenland meint? Ich habe das Gefühl, wir laufen gerade auch in Richtung der Südmine. Ob ich jetzt... Ach nee, Südmine... Wo ist meine Markierung hin? Ach nee, die ist hier. Laufen wir einfach mal hier lang. Gucken, was wir hier finden. Ah doch, hier ist die Südmine. Aber sie ist ja in der Nähe der Südmine. Und nicht in der Südmine. Ah, da ist er. Macht der NPC da? Geh mal hin kurz. Interessiert mich jetzt schon. Ich habe gehört, wie ein Grone über Goropolis gesprochen hat und bin ihm bis hierher gefolgt. Aber das hier soll Goropolis sein? Hm. Unmöglich. Ich meine, egal wie man es nimmt, das hier ist das Lorenland. Tja. Dieses Gerücht hat sich also eine ziemliche Ente herausgestellt. Was mache ich jetzt, bevor ich hierher kam? Habe ich in der Zeitung gesagt, dass ich eine große Sache auf der Spur bin? Ach, ist Cleo. Realisiert. Ah, jetzt habe ich's. Hier gibt's das Lorenland, die Thermalquellen und die Junobau-Läden. Wie wäre es also, wenn ich diesen Reiseführer für Goronia schreiben würde? Und der Titel meines Buchs, ganz einfach. Aus Chloe Rätselrecherche wird Chloe Reiserecherche. Tja, ziemlich gute Idee, würde ich mal so sagen. Alles klar, Chloe, du hast auf jeden Fall alles, aber kein Plan. Ja. Oh, du bist's. Folgst du mir schon wieder? Ich find's toll, wie hartnäckig du bist. Also werde ich dir mein Geheimnis verraten. Davon weiß sonst niemand was. Ich hab's entdeckt, wo die Goronen vor langer Zeit gelebt haben. In Goropolis. Und das ist noch nicht alles. Denn da leben sogar heute noch Goropolisianer. Oh Gott. Goropolisianer. Okay.
Goropolis befindet sich in dieser Höhle. Da drin gibt es ganz verdrehte Schienen. Wahrscheinlich fahren darauf die Wagen aus Goropolis. Und sie wurden bestimmt von den Goropolisianern erbaut, die da unten wohnen. Da haben Leute auf der Spiralschiene gespielt und die hatten ganz viel Spaß. Vielleicht darf ich nächstes Mal ja auch. Okay. Was soll da jetzt sein? War die Südmine nicht im Endeffekt absolut boring? Aber gut, vielleicht ist hier noch einiges passiert. Ach. Warum schauen die so zirnig? Ein Kunde, ein Kunde! Seid ihr bereit, Brüder? Alle auf einmal! Von einem Sonnenaufgang! Bis zum nächsten Sonnenaufgang. Rund um die Uhr. Spaß pur. Hey. Kavita, dein Lächeln ist total schräg. Was? Ihr seid doch die mit dem schrägen Lächeln, Brüder. Ruhe, wir haben Kundschaft hier. Lächeln, lächeln. Gott, ey. Also dann von vorn. Fertig? Los. Von einem Sonnenuntergang bis zum nächsten Sonnenaufgang. Rund um die Uhr, Spaß pur. Hier im Lorenland. Hier geht alles im um Loren und um Spaß. Und ums Lächeln. Präsentiert von der Junobau. Bei der Junobau wird Sicherheit groß geschrieben. Das weiß ich nicht. Aber wobei, haben wir ja schon mal festgestellt, ne? Die Sicherheitsmaßnahmen hier sind deutlich besser als in manch anderen Betrieben. Bei uns ist alles ganz einfach. Du fährst von hier mit der Lore los und schießt dann in der Höhle die Ziele ab, bis die Zeit abläuft. Die Ziele sind Luftballons. Also schießt am besten mit Pfeilen. Aber wer die Lore verlässt, wird disqualifiziert. Wenn du innerhalb des Zeitlimits mindestens 4 Ziele triffst, hast du gewonnen. 5, sorry. Die Lore steht dort bereit. Das ist unser Prachtstück. Die Verwendung anderer Loren kommt nicht in Frage. Wir stellen die Lore am Startpunkt bereit. Sobald du einsteigst, geht es los. Und weißt du was? Zur Feier der Eröffnung geht die erste Runde aufs Haus. Und du bekommst 10 Pfeile geschenkt. Oh Gott. Warum ist dein Lächeln so furchtbar, Kavita? Verschreckst du uns doch die Kunden. Pass mal auf, wenn du lächelst. Hey! Mach so! Tut mir leid für das Chaos. Also los, worauf wartest du noch? Ab mit dir in die Lore. Auf die Schienen musst du sie allerdings selbst bekommen. Ach so, okay. Das ist aber ein netter Service. Alles bereit? Dann geht das Spiel jetzt los. Ich bereite noch schnell die Ziele vor. Okay, Meister. Und los! Oh, schade. Ich glaube, ich darf nicht so so hektisch sein, weil, naja. Ah, shit, den hätte ich kriegen müssen. Schade. Okay, mein Bogen geht einfach kaputt. Auch nicht schlecht.
Okay, warum läuft die Zeit dann noch weiter? Interessant. Hier ist das Ergebnis. Die Anzahl der Ziele, zerstörten Ziele beträgt 10. Gut gelächelt. Das bestanden. Saubere Arbeit. Oh weia. Vor Überraschung habe ich glatt vergessen zu lächeln. Hier ist dein Preis. Ich will dein schönstes Lächeln sehen. Jo. Falls du noch viel mehr lächeln willst und auch noch viel mehr Spaß, hätten wir da was. Eine Hochgeschwindigkeitskurs extra für Fortgeschrittene für dich. Wenn ein Interesse geweckt ist, sag mir Bescheid. Okay. Bin gleich wieder da. So. Hab jetzt eigentlich die Sidequest erfüllt, oder? Okay. Mein Lohnspiel ist für Fortgeschrittene. Also läuft. Es läuft also ein bisschen anders als das Parkett. Bei diesem Spiel wird auf die Probe gestellt, wie schnell du schießen kannst. Bist du bereit? Ja, ich will spielen. Also, beeil dich. Kurz, entschlossen, nicht übel. Schön, dann erkläre ich mal die Regeln. Ja gut, ich glaube, es ist wie vorhin. Fahre mit der Lore und schieße so schnell wie möglich 7 Ziele ab. Natürlich darfst du die Lore nicht verlassen. Du gewinnst, wenn du die Ziele innerhalb von 1 Minute 20 erschießt. Die Lore steht dort bereit. Das ist unser Prachtstück. Ja, okay, die kennen wir schon. Stell Lore am Startpunkt auf und steig aus. Die erste Runde dieses tollen Lorenspiels ist umsonst. Ich gebe sogar ein paar Pfeile aus, damit du loslegen kannst. Also, mach dich bereit und ab in die Lore. Ach, die war schon drauf. Huch. Moment noch. Mal gucken, ob ich hier so einen Schnellschussbogen habe. Nee, ne? Ja doch, hier Schnellfeuer. Ach nein, nicht wie sind die Regeln? Oh, nö. Achso, ich muss einfach nur auf die Lore rauf, oder wie? Dachte, ich muss nochmal mit ihm quatschen. Bereit. Das Spiel gewinnt. Warte nur kurz, bis ich dieses Ziel vorbereitet habe. Gib mir die Ziele. Danke. Los geht's. Oh, shit. Schlecht. Ach, hätte Deutsch schnell sein können. Naja, gut. So ist das eben. Hier das Ergebnis. Deine Zeit beträgt 33 Sekunden. Das war flott. Du bist ja schon durch. Oh weia. Da habe ich vor Überraschung glatt vergessen, wie man lächelt. Hier dein Preis. Nimm mit einem Lächeln entgegen. Kommt jetzt noch eine Sidequest? Natürlich. Du musst echt was drauf haben, wenn du das Spiel meiner Brüder geschafft hast.
Als ich dich in der Loge gesehen habe, kam mir die Idee für einen Kurs, der sogar dich in Schwitzen bringen wird. Und zwar in einem besonderen Ort. Auf dem Todesberg. Ich gehe schon mal vor und mache alles bereit. Bis später. Okay, wow. Loren für Vollprofis. Ja, für Gestörte. Oh, weia. Das kann ja was werden. Aha, hier ist er. Hey. Was stellt sie da mit meiner schönen Lore an? Sollten wir mit dir reden? Okay. Wusste ich doch, dass du irgendwann hier erscheinst. Hurra! Aus dem Todesberg einen fashion Kurs zu machen, das ist selbst für mich eine revolutionäre Idee. Nur eine Sache wäre da. Ich dachte ja eigentlich, das hier würde die Hauptattraktion vom Lorenland werden. Doch so revolutionär wie mein Einfall war, scheinen die Kunden noch überhaupt nichts davon mitbekommen zu haben. Sprich, du bist mein erster Kunde. Das hier ist ein ultra-biestiger Kurs, nur für waschechte Profis. Aber da du bereits die Kurse meiner Brüder bewältigt hast, könntest du gar nicht mal so schlechte Karten haben. Du versuchst es doch mal, oder? Wo du ja den ganzen weiten Weg bis hierher gekommen bist und so. Ja, war mir klar, dass du da nicht Nein sagen kannst. In Ordnung. Dann hör mal her. Die Regeln sind voll einfach. Du rast in einer Lore den Todesberg runter und musst dabei mindestens 8 Ziele abschießen. Außerdem musst du innerhalb des Zeitlimits das Ziel erreichen. Das Löhrchen nimmt dabei gewaltig Fahrt auf, also wird die Sache nicht gerade gemütlich. Pass schön auf, ja? Oh. Die Lore kriegst du von mir. Der Fairness halber lassen wir hier sowieso keine Fremdloren zu. Platziere die Lore einfach am Start, steig ein und dann geht der Spaß los. Weil du so mutig bist und so weit gekommen bist, lasse ich dich gratis dein Glück versuchen. Ich schenke dir sogar ein paar Pfeile einfach aufs Haus. Soll ja Spaß machen. Los, ran an den Speckstein. Okay. Na dann, rein da. Kann's losgehen? Fein. Wie Schotterstein. Dann mal los. Ich platziere rasch die Ziele dort, wo sie hin sollen. Sekündchen nur. Wünsche frohes Brettern und Schmettern. Oh Gott. Naja, bin ich mal gespannt jetzt. Die wird dann wahrscheinlich einfach immer schneller. Oh Gott. Ja, scheiß aufs Ziel. Oh Gott. Absoluter Reinfall. Ich glaube, 8 brauchen wir, ne? Oh Gott. Egal. Haben wir noch? Oh, shit. Eieiei. 14 Ziele. Und Ziel! Eine Glanzleistung war das nicht. Achtung, hier kommt das Ergebnis. Mal sehen, wie viele Ziele du erwischt hast. Achtung, Spannung. 14 Stück. Boah.
Hätte ja nie im Leben gedacht, dass du das hinkriegst. Du bist ja echt für Loren geboren, mein Freund. Hier, dein Preis. Ein Goronenstoff. Robuster Stoff im Goronenstil. Er scheint nur zur Anfertigung eines Parsekes geeignet zu sein. Na, gefällt's dem Herr? Damit solltest du runter nach Südosten zur Färberei in Hateno. Dort zaubert man dir daraus sicher noch was Tolles. Ja. Lorelan wartet jederzeit ungeduldig auf deine Rückkehr. Wir sind dir auch nicht böse, wenn du wieder alle unsere Rekorde brichst. Versprochen. Okay, so, hätten wir die auch gemacht. Das war eine weitere Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye, bye!